Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission, die da ist mit dem Kollegen Josh. Just look at my house. He's a goddamn nut job. Calm down. Was zur Hölle? You can just give me a detailed description. Here he is right there. Tony! Where's your wife? You owe me. Vertragsverletzung. This man is insane. He destroyed my house. Der hat es nicht wirklich verpfiffen. No, wait a minute. You asked me. He's ruined my life. He's a stalker. He's an epsilonist. Yeah, get him. Freeze. Hands in the air. Take him down. Oh, I don't think so. Wir sollten mal ein paar mit den, wir hauen mal mit dem Kopf ab. Müssen jetzt eh gucken, dass wir nicht so hier wegkommen. Der Typ hat's verpfiffen. Der Typ hat's verpfiffen. You can't hide from Trevor Phillips, I'll find you! Aber es wird tolle Namen, er mittlerweile bekommen mal Jock. Und jetzt mittlerweile Tony. Naja. Der hat uns eiskalt verpfiffen, der Idiot. Müssen wir nur gucken, dass wir hier wegkommen von den Cops. Ja, noch haben wir die Cops an der Backe. Jetzt ist er mit linken. So, der ist weg. Vertragsverletzung weggeschafft. Ja, das war's. Gut. Ich habe jetzt Bock, wir sollen randalieren. Ich glaube, ich weiß, welche das ist. So. So. Ich sortiert sich durch die Karte mal. Aber das war nicht der Fall. Das war falsch. Ach, der will da doch durch. Okay. Dann müssen wir durch die Stadt. Gut, ja, wie gesagt, dann machen wir noch ein bisschen Randale zum Abschluss. Mit uns dann. Das könnte aber tatsächlich auch so schon die letzte. Ja, letzte ist es wahrscheinlich noch nicht. Ein bisschen aber noch zu tun. Ich glaube, ich weiß aber, welche das ist. Die ist durchaus nicht ganz uninteressant. Die könnte auch durchaus ein bisschen tricky werden. Weil wir gerade heute nur Nebenmissionen machen. Die haben die Promi-Fotos mittlerweile schon, wir haben die Drogenverstecker schon mittlerweile. Wir haben die Josh-Mission alle komplett weggearbeitet. Jetzt wie gesagt, versuchen wir die Randale noch zu machen. Wie gesagt, ich kann mich nicht vorstellen, was Minuteman heißt. Müssen wir theoretisch auch mal gucken. Geht ja. Ja, diese Polizeikarren, die sind auf jeden Fall ziemlich, schwimmen auf jeden Fall ziemlich und sind ziemlich leicht zu. Ja, das ist die. Okay, die Randale. Ich kenne größtenteils die ganze Randale-Mission, weil wir die, wenn ich die schon mal geguckt habe, bei einem sehr bekannten deutschen YouTuber. Ja, wahrscheinlich alle eine Vorahnung, wer es sein sollte. Deswegen weiß ich ungefähr. Der hat sich ja auch gemacht mit diesem 100% und alles um und an. Und ich bin auch kein Fan davon, wie gesagt, das Spiel einfach so mit 30, 40, 50 Folgen wegzuballern. Gonna strip the screw there. Can't put the cap on. No, it's a nut, man. You just screw it back on. Hey, what are you doing here, citizen? I said, what are you doing here, citizen? Nothing. Oh, I'm sorry. You're clearly a tourist.
by friends from up north, eh, Aboot? Don't even say it like that. There's a moose loose aboot the hoos. Fuck off, you hoosier. Hey, hey, what's that? Hey, fuck sense! Hey. Oh, Jesus. It's a faint fucking accent. Get out of here. You can hardly tell. Come on, insurgent, hey, insurgent. We have contact. We have contact. Scheiße. Weil mir die scheiß Karre entgegengeflogen kam. Oh, lecko mio, das passiert auch zum zweites Mal. Ey, wieso kommt diese Karre mir eigentlich jedes Mal entgegengeflogen? Ja, ist klar, Alter. Leck mich doch am Arsch, ey. Ich schieß mich wieder zum dritten Mal mittlerweile selber tot. Die Kills haben wir schon mal. So, haben wir den Panzer jetzt zerlegt?
Ja, der auch noch, oder was? Leck mich doch am Arsch, Alter! Ich hatte sie komplett... Nein, das geht nicht, tut mir leid, du kannst es nicht schaffen! Du bist einfach scheiße! Mann! Ja, leck mich doch am Sack, Alter! So, der ist kaputt, der Wagen. See, this is why we don't win wars anymore. So. Ja, ist klar, Alter. Einen fucking Panzer, der tötet mich direkt wieder, oder was? Was ist denn heute los? Ich hab's doch schon geschafft, eigentlich. Boah, das war mir so... Rastet aus, ihr Missgeburten, Alter! Rastet aus hier! So, zwei weniger. Aber einer lebt noch. Und zwar du. Ja, ja. Alter, raste aus, Panzer. Der hat gerade seine eigenen Leute geschossen. Wie du scheiß Dreckspanzer, Alter. Der geht mir gerade ein bisschen auf den Biss. Und wenn sie noch ein, zwei... Ja, Mann, wieso kriege ich die scheiß Radale nicht down? So, zwei weniger. Alle vier weg. Ich glaube, wir sind ein bisschen Munition. Hit the dirt, everybody.
one, Canadian? Ey, ich stand weit genug hinter dieser Mauer weg, aber was passiert? Der scheiß Panzer kommt auch noch angeschissen. Boah, leck mich doch am Arsch mit diesem Dreckspanzer, Alter. Alle down. Is this the best the US military has to offer? Really? For one Canadian? Ich muss mal ein bisschen weiter weg. Weil dieser scheiß Panzer gibt mir so auf den Sack. Ja, es ist so lächerlich geworden. Ein Schuss, der scheiß Panzer hat mich, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso kriege ich den nicht weg? Wir probieren es doch mal im nächsten Part bei Let's Play GTA 5. Meine Fresse. Irgendwie muss das Ding doch zu schaffen sein.